Mahlzeit hier, bitte einmal vom Highway runter. Auf meine nicht der. Wer denn? Der Barrier. Und Captain Mo. Bitte einmal rüber treten, bitte. Oh, mach das Ding aus, Barrier. Ich regel das, ich regel das, ja? Keine Panik, Jungs, ich regel das. Ich hab ja nichts gemacht. Oh, Delta Flip, fangen wir mit ihnen an. Sind sie schuldig, einen Drogen gehandelt zu haben. Oh, wer sagt das? Wer sagt das? Wie heißt denn der? Was sagen Sie dazu? Das ist der Andrew. Der Andrew? Ah, das war ja klar, dass der das war. Ausgerechnet der. Ja, da haben wir eine, da haben wir eine schicke Geschichte zu, wie das alles passieren konnte. Na, erzähl mal. Also, der Andrew hatte uns vor ein paar Tagen schon mal gefragt, ob wir nicht ihn beliefern könnten, weil sich wohl in der Drogenszene rumgesprochen hat, dass die Delta Crew eine sehr kompetente Gruppe sei, die auch sehr verlässlich und pünktlich sei. Und dann hat er uns gefragt, ob wir nicht ihn mit Drogen beliefern wollen. Da haben wir aber abgelehnt, weil wir eher zum Stahl jetzt tendieren, weil das Business für uns lukrativer ist. Und ich vermute mal, das war nämlich auch der Andrew, mit dem wir gesprochen haben, dass der uns jetzt einen auswischen möchte. Weil, wie gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Jacob steht ebenfalls drauf, ich muss nämlich jetzt meine Tochter fitturen, obwohl ich muss offline gehen. Schöne Grüße. Ist mich jemand Käfer gewaltiger alleine? Ey, das ist mir zu viel. Ja, wie gesagt. Wir sind anständig. Wir sind anständig. Ja? Wie gesagt, es muss sich ja hier auch um ein großes Missverständnis halten, deswegen sind wir auch ganz friedlich. Das kann natürlich sein. Ich weiß auch nicht, warum ich hier eigentlich angehalten wurde. Ja, du gehörst jetzt mal gar nicht dazu, sei leise da drüben. Jekos, also bei dir ist es ja was anderes, ne? Und... Also bei dir war das nicht der Andrew, ne? Wie bitte? Bei dir war das nicht der Andrew, der das bestätigt. Glaubst du, der kauft uns das ab? Ich weiß nicht, kommt cool. Ich habe keinen Namen bekommen, ich wurde einfach nur angehalten, dass ich angeblich mit Drogen zu tun hätte. Und ich habe noch nie was mit Drogen hier gehabt, ich bin ja neu im Spiel, ich weiß ja gar nicht, wie ich denn was mache. Nehmen Sie mal Ihre Brille ab, lassen Sie mich mal Ihre Augen sehen. Aber das stimmt, der stand da nicht drauf. Inventar wahrscheinlich, wa? Naja, am besten in die Tasche stecken und mal in die Hand nehmen. Jetzt gucken Sie mich mal an. Mensch, ey, was hast du für Klubscher, ey? Du bist total breit. Was? Ich hab ja nichts genau. Du bist total breit, Kollege. Ey, guck doch mal ein Spiegel, ey. Du bist total breit. Ey. Das ist doch voll die Lüge. Du hast immer reingezogen, glaube ich. Ja, aber hallo. Ich kann gerade die Linie runterlaufen, wenn sie wollen. Mensch, hättest du mal auf Tom genommen, so breit wie du bist. Wie bitte? Ja, Jacobs, also... Ich hab nichts mit Drogen zu tun, ich hab mich vor... Also wenn du mir sagst, was du genommen hast, oder wenn du noch was hast, dann fällt die Strafe wieder aus, ne? Ich hab nichts... sag mir, was wir genommen haben. Das ist schon ein richtiger Höhenflug, oder? Pass auf, das mit den Pfirsichen abfällt gleich auch noch, warum wir die dabei haben. Ich hab ja gar keine Drogen genommen, ich weiß ja gar nicht, wie ich hier irgendwie was rote Augen oder sowas hätte. Richtige Glubscher, richtige rote Hälfte. Boah, ey, guck dir Hälfte mal, Jungs, guck dich den mal an. Der ist total fertig. Ich sag ja, alter Vater. Hättest du mal die Augen drauf. Die wollen mich doch jagen jetzt. Als Messer liefern, nur damit. Das sieht sehr nach Crystal Meth aus, ey. Oha. Gucken Sie den anderen Herrn doch mal da in die Brettchen in die Augen. Vielleicht. Ja, das können Sie ja nur machen. Wie ich angeblich sein soll. Das sehe ich ja nicht, die Augen. Das ist ja sehr religiös. Ja, soll ja mal seine Brille da abnehmen. Erstmal genau das und zudem habe ich eine Augenkrankheit und darf kein Tageslicht an meine Augen ranlassen. Deswegen muss ich diese speziellen Brille aufsetzen. Tut mir sehr leid. Ja, da haben Sie aber Glück gehabt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, ja. Aber was hast du denn für Drogen genommen?
Ich hab keine Drogen genommen. Das Einzige, was ich aber verkauft hast du, oder? Ich habe waren vier. Ein Bier, dann würde ich mal eine Alkoholkontrolle bei dir machen, ne? Sänger? Die mache ich dann jetzt mal. Das war gestern Abend um 21 Uhr. Das habe ich von einem netten Herrn bekommen, den ich gerade gegeben bin. Ja gut, betrunken bist du nicht. Leider habe ich mein Equipment für den Drogentest nicht dabei. Tut mir leid, Jacob. Ja, glaube ich dir jetzt oder glaube ich dir nicht? Könnte durchgehen, wenn du da seid. Man könnte mir ruhig glauben, weil ich habe wirklich keine Drogen genommen. Ansonsten würde ich gerne doch zu dir kommen, den Drogentest machen und dann werden wir das sehen, dass ich überhaupt keine Drogen genommen habe. Na gut, lassen wir uns mal davon kommen in blauen Augen. So, und euch drei. Also ihr sagt wirklich, der Andrew, der will euch in die Scheiße reiten, ne? Ja, weil wir sind auch nur auf dem Weg runter, weil mein Onkel Alfred, der hat, dem gehört der Marktplatz unten. Und mein Cousin ist leider verunglückt heute im Autounfall und deswegen fehlen... Dann fahrt mal schnell weiter. Ja. Dann fahrt mal lieber weiter, Jungs. Okay, dann vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, kein Problem. Nee, dann hätte ich jetzt bei schönen Tag noch. Alter. So geil. Onkel Alfred. Mit dem Club schon bist du Auto gefahren. Wo ich erstmal angehalten wäre, ich halt noch nicht die Regeln kannte. Ich hatte halt die Hupe gemacht im Sinne von Hamburg. Geil. Oh, geil. Seinem Kabelbinder mitzunehmen. Ja, dann scheiß drauf. Scheiß drauf, Hauptsache wie viel Stress machen die Jungs gerne. Ich bin bei der Fabrik, ist es safe da hinzufahren zum Dealer oder? Bitte? Wie meinst? Ja, hinzufahren, ob da mich irgendwer sieht oder so. Ich weiß ja nicht, was jetzt abgeht. AFK. Wir sind Offroad. Da seid ihr, ich sehe. Also die sind gerade eben los und der Helikopter ist jetzt auch schon seit einer Minute weg. Jo, ich stell einfach den mein Wagen in Schilfhaft, das habe ich letztes Mal gemacht. Der Heli kommt, geht in Deckung. Oh scheiße. Ich tue so, als habe ich zum Fahrer hin. Wer weg? Ne, ich höre nur. Ja, voll unauffällig, weil die haben dich ja nicht beim Verarbeiter gesehen und bei den Dingen haben sie den nicht gesehen. Aber du machst Koks. Aber wobei, muss ich ja nicht mehr Koks machen, stimmt. Okay, FAA kommt. Sind sie beim Airfield-Dealer? Ja, da kommen sie gerade. Also die gehen zum Airfield-Dealer. Den Bayer-Tierer. Okay. Ich sehe sie, die haben da. Da vorne steht Blitz. Dacht, wenn ich ankommen soll. Also Atira, kommen wir jetzt auch hin. Die stehen hier schon. Okay. Der FF Sunny ist noch in der Luft. Ja, wir müssen da jetzt mal ran, ne? Der FF Sunny landet gerade. Ich komm jetzt gerade. Das sind zwei Bewaffnete. Im Helikopter sind die zwei Bewaffnete. Wo sind die? Ich seh die immer noch nicht. Sind gelandet. Okay. Die landen. Komm jetzt zum Dealer hin. Oh, FRA ist hier. Ja. Juri. Ja. Ah, ja, ich meine nur. Nein, unsere Gruppe. Ich weiß. Ja, cool. Ja, wollen wir jetzt ran, oder? Bin gerade am überlegen. Ja, ich bin hier in der Nähe, gleich hauen sie ab, oder? So, zwei von uns sind rausgesprungen aus dem Heli. Bin bei der Lagerhalle, ich fahr da. Wir können die Reifen kaputt schießen. Langsam soll er doch Go geben. Wer gibt Go? Mädchen wie immer. Ich sehe die halt nun, ich hab hier offene Deckung, das ist... Die laufen zurück zum Heli. Wenn der Heli abhebt, können wir euch den Truck schnappen.
Er ist drin im Heli. Ja. Ich hab die Reifen. So. Jo, es geht gerade, das Geballere geht los. Lieber, das Geballere geht los. Oh, da wurde einer getötet von FF Dr. Cross. Ah, halt, aber der Shark starb dabei. Ja, komisch. Ja, Entschuldigung, aber ich konnte nicht näher ran, weil er über offene Deckung war, die meisten versuchen. Habt ihr Überfall geschehen? Ne, wir haben einfach nur auf die Reifen geschossen. Wir haben keinen von denen jetzt abgeschossen. FF, sorry. Sie ist noch da oben. Gehen wir ran. So, kannst deinen Kollegen erstmal sagen, die sollen bitte verschwinden. Wir waren leider ein bisschen zu weit weg, deswegen haben wir nur die Reifen kaputt geschossen. Es handelt sich hierbei um Überfall, wie du dir schon fast denken kannst. Würdest du einmal bitte aussteigen? Okay, Vorsicht. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Also du kooperierst hier nicht. Du kooperierst hier nicht, dann schieße ich dich gleich raus. Schieß mal bitte auf den Heli. Jo, wenn die nicht verschwinden, werden sie aus dem Heli rausgeschossen. Ja. Sag Bescheid. Leute, ihr habt das aber eben gerade gehört, dass sie die... Steigst du jetzt aus oder nicht? Ja. Es ist völlig legitim, deine Reifen kaputt zu schießen. Ich habe gerade Sirenen gehört, also ich fahre zu meinem Freund. Ja, der auch viel entlang kommt. Okay. Und gebe euch die Infos dann, falls da Cops sind. 413.000. Aus ca. 180 Grad kommt ein Bullenwagen. 180. Haben wir Feuerfrage? In der Lagerhalle ist mein Truck, falls den wir brauchen. Okay. Wir sind bei euch im Channel, muss nicht im Game reden. Nein, ich meine hier FRA. Ja, wir sind bei uns. Die sind alle bei uns. Ja, ich habe jetzt... Wo ist der Helikopter? Der fliegt weg. Überall hier. Okay. Der landet so. Immer im Heli in der Nähe. Ach, die sind jetzt alle hier, okay. Ja, eben waren sie nur in der Kopie. Ja, ihr habt keinen Überfall gerufen, wir haben auch nur deine Reifen zerschossen. Wir haben mit dem Admin darüber geredet, das ist völlig in Ordnung, wenn wir die Reifen ohne Ankündigung... Wer ist hier bei der Lagerhalle? Poison, weiß ich, wer noch? Nur ich. Ich komme... Wo ist... Welche Lagerhalle? Aber wir kriegen Ghosthawk-Besuch hier uns. Da hinten die Bullen sind gerade angekommen. 110 Grad knapp. Dann startet mal den Heli. Startet mal den Heli. Nivo. Nivo, ja. Ja, warte, ich geh zurück, ich hol den Heli ran. Und wir gehen Maschinen. Denke dran, die können euch jetzt auch mit dem Heli zum Landen bringen. Ja, dann lassen uns Rebellengebiet oder so. Erstmal. Ja. Wenn sie euch zum Lande zwingen, hallo, steigen wir alle aus, das denke ich, wie die gucken, wenn da auf einmal auf den Bewaffneten aussteigen. Habt ihr ein Heli oder soll ich mit meinem Truck fahren? Wir haben Bullen-Heli oben, in der Luft. Na gut, wenn die mit euch beschäftigt sind, dann kann ich ja in Ruhe meinen Koks beim Dealer meines Vertrauens verkaufen. Ich finde, wir haben Bullen. Wir haben uns komplett umstellt. Ohne Scheiß. Ja. Das ist eine Sportlimo. Was sollen wir machen? Sollen wir Feuer öffnen oder? Ja, 60 wissen wir ja wohl, ne? Wo ist denn der Heli? Oder kann, hey Juri, kannst du nicht irgendwo landen bei uns? Ey, ein Bulle ist bei mir. Sag dem, wenn die sich nicht verpissen, knallen wir die weg, obwohl. Ja. Ich bin hier umstellt. Also bleib im Wagen drin, bleib im Wagen drin oder du wirst abgeschossen. Geht wieder in euer Wagen rein. Wieder in die Wagen einsteigen. Alle in den Wagen drin bleiben. Werdet ihr euch hier nicht verziehen, ihr Polizisten, werden wir die im Offroader abschießen. In den Wagen wieder rein. Helden ist einer nicht im Auto. Pass auf, wir nehmen die als Druckmittel, die im Offroader sind. Sichert alle Seiten ab, bitte. Alles, wo man reinkam, wo wir hergekommen sind und so weiter. Bitte. Lagerhalle drin. Was ist denn? Die laufen weg, die laufen weg. Wer hat da geschossen? Die haben mich mega getroffen. Irgendeiner ballerte direkt bei mir vor der Tür. Ja, ich sehe den einen, der ist... Hat der mich gerade umgeschossen? Und schießt auf euch. Alter, wir sind...
bist gefesselt oder hast du gedacht? Nice, Sigi. Wow, im Holzhaus ist einer. Ja, daneben. Ja, neben dem Holz. Einer habe ich. Wir sind sauber. Nummer 2 down. 2 down. Schön, Bob. Einer ist noch hinter dem Offroader, der seitlich steht. Das ist Ace, so, der nächste ist down. Jawohl, ich hab einen. Nice, hier ist immer noch einer. Wo steht denn der Orca? Hinter der Limo steht. Fabrikgelände. Hinter der Limo, ja. Alter, das ist eine Waffe. Oh. Fuck. Der hat einen LMG. Nevo hat einen LMG. Der Ace? Ja. Der ist direkt vor mir, Mann. Ach, hat er dich getötet? Nee. Bob wurde getötet. Hinter der Sportlimo war der. Ja. Kann man ja einfach die Rallye fahren und die Sportlimo rammen, aber... Nee. Ich sitze direkt neben der Sportlimo. Wir müssen irgendwie versuchen, hinten wegzukommen. Ich habe hinten noch einen Offroader stehen. Kannst du mal die Gradzahl durchgeben? Ja, bei dem kleinen Scheißhäuschen. 310 Grad. Wir müssen den Scheiß abballern. Wer ist das denn? Detective Nevo. Ja, der muss verschwinden. Wie man das in der Tira hört, wie hier geschossen wird, ne? Oh, ich bin hart erwischt. Der ist direkt rechts. Wer wurde erwischt? Also direkt hier, wo das Mark auf der Karte ist, da bin ich. Er wurde getroffen. Zwei Bullen um mich herum. Digi wurde getroffen. Wo bist du? Ich behandle dich mal. Nee, ich bin schon. Alles safe. Der steht hinter dem Holzhaus. Wir rufen weitere Unterstützung. Glaubst du, ich kann einen Sprint machen, versuchen zum Offroader zu gelangen und euch dann abholen? Da hinten steht ja einer, im Gebüsch hinter uns, wo wir geblattet. Alter, ja. Ich stehe hier direkt bei zwei Bullen. Achso, ich bin schon 75. Na gut. Cool. Welchen Schlüssel hast du uns denn gegeben, der im Gebüsch steht oder in der Halle steht? Müssen wir aufpassen, dass sich nicht Cops von hinten nähern oder so. Wow. Alter, hat der eine Meise, ey. Ja, was ist für eine Waffe? Das ist die MX. Ja, finde das voll heftig, ey, wie das ist. Das ist ein LMG. Ich hab glaube ich den Heckrotor vom Ghost Hog. Oder? Nee, doch nicht, nur angekratzt. Fuck, ich kann so hoch nicht ziehen. Also wie viele Bullen seht ihr jetzt noch? Ich weiß, dass einer hinter dem Häuschen steht. Zwei sind direkt hier bei mir. Okay. Hinten ist Crocs irgendwie. Ja, das ist ein anderer. Direkt hier bei mir sind zwei Bullen. Versuch mal Bullen. Den Ghost Hog irgendwie abzuballen. Ich bin schon dabei. Du Juri, wenn du sagst direkt hier bei mir. ich bin bei dem Holzhaus, wo die Limo steht. Wo ich das Mark gemacht habe mit dem M. Da sind zwei Bullen. Wir müssen aufpassen, dass sie sich von hinten nicht nähern. Das ist ja, ich guck schon hinten. Ja, der Ghost Hog zieht ab. Ja, der ist gut angekreuzt, glaube ich. Ich hole jetzt die Atomrakete raus. Ja. Ich weg. Andere Beschuss. Ein Vermehrmatch. Wir schießen da. Ich weiß nicht, ach, das ist hinter mir, das sind sich die anderen, die von vorne. Jetzt fällt die Garage beim... Ach, hier steht doch ein Offroader von wem ist denn der? Von mir. Ja, warum fahren wir denn nicht weg? Ich hab ihn, aber ich bin auch tot. Ich hab doch 10.000 Mal gesagt, dass ich hier ein Offroader drin. Komm, wir fahren jetzt weg, oder? Jo. Wer lebt denn noch alles? Ich war auf, weil ich tot bin. Ich klingt blöd. Ist schon auf, oder? Ja, der ist offen. Hatte vielleicht irgendwann ein bisschen Bug, wenn ich drin sitze. Jetzt. Jo, dann kommt mal alle hier zum Offroader. Jo. In der Lagerhalle. Wer, Leute? Seid ihr in der Fabrik? Nee, das ist diese Lagerhalle, die hier steht, wo wir die ganze Zeit waren. Okay. Los, kommt rein jetzt. Wo wollen wir hin? Chris, komm. Erstmal weg hier, ne? Jo. Wo wir uns einen besseren Überblick verschaffen können. Ja, mach mal auf. Aber dann schenkt mal. Ah, das bin ich. Warte, ich steig kurz aus. Alter, will... Ja, dann fahrt ihr, ey. Ja, Alpha war gerade besetzt, ne? Okay, ist sonst noch... Ah, Alter, jetzt steig ein. Ja. Ich sitze wieder als Fahrer drin. Bist du doof? So.
Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen, bevor wir sie nicht sehen. Monster, du hast den getötet. Er fährt erstmal geradeaus aus dem Feld weg, ne? Ja. Dann noch. Ja, aber guck mal, wir haben denen gesagt, die sollen einfach abholen, die Polizisten im Offroader werden nicht abgeschossen. Was meinen die, die was steigen aus dem... Monster? Da auf den Zaun. An dem unteren Drug Dealer sind zwei Wichser, die mich überfallen. Den Fick habe mich hart. Der hat mich rechtzeitig... Aber ich habe ihn auch gekriegt. Alter Scheiße, hol dir das Geld? Da liegt ein Haufen Geld auf dem Boden. Wo? Oh. Beim Drug Dealer. Ich lauf, lass erstmal kurz hier weglaufen. Jemand soll uns gleich abholen. Beim Donator Shop, beim Südlichen, liegt ein Haufen Geld rum. Ja, sind wir da. Sind wir vielleicht da auch ein bisschen unten. Ich könnte da hinkommen, ich bin am West gespawnt. Ja, auf. Was? Ach, Poison, reparierst du? Ja. Ah, okay. Ich darf nicht, das ist blöd. Sei mal ruhig. Was? Heli. Heli. Direkt vor uns, direkt vor uns. Die haben mir welche rausgelassen, hundertprozentig. Ja, guck, wo hier steht ihr. Wo seid ihr? Beim Drug Dealer. Ich hab das war's. Diggi, holst du das Geld? Backmobs da noch. Seid ihr immer noch Lagerhalle? Nee, wir sind da mittlerweile weg. Wir sind beim Drug Dealer gerade. Poison kommt mit dem Fahrzeug. Scheiß Zäune hier, Asse. Anzeigen. Wo soll ich jetzt hin? A-Base? Ich komm nicht rein. Das ist scheiße. Ja, jetzt da hinten. Heil euch. Nein, nicht Inventar. So. Okay, gibt Guss. Woher? Ihr fahrt da noch. Gerade, fahr einfach. Vielleicht jetzt nicht direkt auf den Highway, aber fahr einfach. Ja, super. Ich hab's geschafft, den Heli zu holen. Auf Road ist, ist scheiße. Dann, pass auf, dann fahren wir nicht auf den Offroad, dann soll er uns mit dem Heli abholen. Wer war das? So, mit dem Heli? Ja, dann fahr ich weiter nördlich. Was macht der, was macht Monster denn jetzt gerade? Die sind beide tot. Ach, sind beide tot, okay. Guck, dass ihr hier zu mir hinkommt. Bin rechts von euch. Der Ghost Hawk verfolgt uns. Wie, du bist rechts von uns. Alles klar. Billy ist offen. Kannst du nicht wegfliegen? Ich bin rechts von euch. Ja, fahr mal rechts auf Feld. Ach, da habt ihr den geparkt. Okay. Okay. Ich lande gleich auf dem Highway. Ja, genau der Punkt ist das, genau geradeaus. Der ich lande auf dem Highway, ich steig rein, okay? Da ist ein SUV. Jo. Ey, komm mal bitte. Der kommt uns entgegen. Da kommt uns noch ein anderer SUV entgegen. Also, einer ist 100% lande. Kommt zum Bootsborn, 2,1 Kilometer entfernt. Ja, sehr Bootsborn, okay. McCall. Wenn wir es nicht schaffen mit dem Heli, nehmen wir ein Boot. Scheiße, ich hab noch 418.000 dabei. Was? Ja, hab ich doch dem FF-Typ abgezogen. Das Einzige, was Preußen jetzt aufhalten kann, ist ein Zaun. Bitte lass hier kein Zaun sein, ne? Ja, oder hier solche coolen, da. Ja. Dafür ist es nur noch vor der Ohren für dich. Preußen noch nicht. Boom. Voller Adrenalin. Oder wir fahren einfach zur Garage und uns hier kurz öffnet. Fahrt ihr gerade über das Airfield? Ich würde erstmal sagen, mit dem Heli weg. Das ist sicherer. Ich will das Geld wegbringen. Dann müssen wir von den Cops abfahren. Ihr habt nicht. Fahrt ihr gerade hier auf dem Airfield? Nein. Ja, komm, lass uns einfach zum Boot holen und dann aufs Meer fahren, ne? Könnten Kommst wir auch hier machen. Jetzt gleich kommen. Ja, und dann soll er uns mal Wasser abholen, dann kann er darüber schweben. Jo. Ich bin noch hier. Wenn euer bin Pilot das kann. Ach, über uns bist du das? Ne, über uns? Ne, über uns ist der Ghost Talk. Ich weiß, ich weiß. Ich seh's leider nicht. Die haben bewaffnete Boote, oder? Ja, mit Gun. Fuck. Aber die kriegen sie, glaube ich, nicht hier, oder kriegen sie die auch bei so einem Boothändler? Keine Ahnung. Gar nicht wissen. Ne, Zivilist ist da oben. Ne, Ghost Talk, ja, Nivo ist da. Ja, Juri, du bist das, ne? Mit dem Heli. Ich sehe die anderen nicht mehr. Wo seid ihr? Du bist auch gar nicht in der Gruppe, oder? Bist du in der Gruppe? Ich bin bei Delta drin. Ja, der doch, der ist in der Gruppe, aber der ist noch ganz weit weg. Hier, Garage, Motorboot. Wie viele passen da rein? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Da passen wir eh nicht rein. Bootsborn, ich bin gleich da, aber ich sehe euch nicht in der Gruppe. Das ist das Doofe. Ja, voll fix auch zum Richtigen. Beim Diamantenhändler da drüber. Ach, so, jetzt können wir rein. Die Händler, okay.
Ich krieg grad keine Einstellung. Da. Ich bin dran. Sollten wir uns beeilen. Ja, aber sowas, ha. Aber ich glaube, da passen keine mehr rein, oder? Doch. Heilt euch. Ich komm nicht rein. Ich auch nicht, ey. Ja, dann geht weg da. Das ist ja euch ein eigenes Boot nehmen, also keine Ahnung. Ja, habt da noch jemand hier? Ach, Fretchen muss raus. Ah ja. Oh, jetzt macht los. Ich bin drin. Los, ja, ich rein, Fretchen, los, hatte... los. Jetzt sag mir nicht, dass es ein Dreisitzer ist. Ihr... nee, ich war drin. Nee, was mache ich denn jetzt hier gerade? Nee. Ich komm nicht mehr rein, ich komm nicht mehr rein. Fuck, ich komm nicht rein. Fahrt ohne mich. Fahrt ohne mich. 3 Kilometer, 3 Kilometer. Alter. Jetzt hält das Boot zu Schrott. Alter, was ist das denn hier? Jetzt komm mit dem Heli schnell hier hin, Juri. Ich krieg die Krise. Auf mich auch geschossen. Die schießen auf uns. Die schießen. Ja, super, kommst du ja nicht weg? Ich kann das Boot nicht steuern, so wirklich. Da oben 3 Kilometer. Wart ihr gerade mit dem Boot? Ja, ja. Aber wir sind doch direkt am Hafen. Versuchen wir es. Kannst du nicht weg? Komm, gib Gas, hier schnell, steht einer. Schnell. Gib Gas, schnell. Weg, 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 ey. Häusen ist unser Mann. Häusen ist unser Mann. Geil. Der war echt nur bei dir. Hier steht noch einer, ja, bei mir. Ja, der hat gerade auf uns geschossen. Ja, der hat mich hier im Blickfeld. Ich bin voll am Arsch, ey. Folgendes, ich glaube, LSD hat am Checkpoint auch ein kleines Battle mit der X. Deshalb sind da gar nicht so viele verfügbar. Ah, Juri. Ja, Juri ist bei dir. Juri holt dich, glaube ich. Schwimm aufs Meer. Ja, das ist Juri. Juri, kannst... Ja, du musst mich versuchen, hier irgendwie einzusacken. Da steht direkt ein Bulle. Ich weiß. Ich habe noch 7 Minuten. Ich geh mal in die Raufe, dafür geh mal weiter. Der steht da oben. Nee, ich hab da verfolgt uns. Komm, dreh, du musst drehen, weil sonst schießt er mich rein raus. Boah, wir müssen... Warte, ich konnte gerade rein. Ah, klar. Wir haben kurz danach in die Boote und dann haben wir keine Chance. Das Einzige, was wir jetzt machen können, wir können zu Schildkröten hin, wenn sie da immer noch nicht da sind, dann fein zu Insel. Ihr wisst, wo die ist, ne? Können sie auch nur mit Helis laden und mit Boote ankommen, zu Fuß denn. Fuck, er hat mich erschossen. Es ist besser gut, dass er dich erschossen hat. Ah, 400.000 von ihm. Juri, kommst du? Er ist mehr mit Rebellen, die Zentrum. Wieder zum Boot oder zum Boot? Ne, guck mal, auf dem da beim Wasser. Auf dem Wasser sind wir, ne? Komm da mal hin und sack uns ein. Wir halten an und dann schwebst du am Wasser, dass wir bei dir reinspringen können.